das Wort der Herr Kollege Zierer. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die drängendste Frage, die jetzt beantwortet werden muss, ist sicherlich, haben wir es mit einem Einzelfall zu tun oder handelt es sich um strukturelle Probleme in der amtlichen Lebensüberwachung? Das Vertrauen der Ministerin zu den Beamten in ihren Behörden da draußen muss doch unendlich erschüttert sein. Frau Ministerin, Sie haben gutgläubig darauf vertraut, dass die Leute schon richtig ihren Job machen werden. Waren Sie zu naiv, Frau Ministerin? Wurden Sie belogen? Wurde Ihnen Sand in die Augen gestreut, um Sie zum Erblinden zu bringen? Die Fragen stellen sich anlässlich dieses Skandals eindeutig. Wo wird denn die Überwachung vollzogen? In den Landratsämtern, in den Veterinärämtern? Da sitzen die Verantwortlichen unten. Die ersten hier, die verantwortlich sind, sind die Amtstierärzte, die auf dem Betrieb waren, die Sachgebietsleiter, die alle mit dem Betrieb zu tun hatten. Und auch ein Abteilungsleiter kann nicht behaupten, er habe von nichts gewusst. Alle Beamten, die ihren Eid geleistet haben, dass sie die Gesetze wahren wollen und ihre Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, haben sie anscheinend nicht ernst genommen. Und wenn ein Landrat sagt, wir können diesen Betrieb aufgrund seiner Größe nicht kontrollieren, dann ist das ein Offenbarungseid. Welche Schuld trifft das LGL? Auch hier waren bisher nur Ausreden und Gespräche dazu im Ausschuss, es passt alles, es ist alles in Ordnung. Leider hat sich herausgestellt, es ist nicht so. Uns geht es darum, dass wir zukünftig bei den Kontrollen andere Prioritäten setzen und nicht wieder nach mehr Kontrolleuren schreien. Wir können uns sehr gut vorstellen, was dabei rauskommt, wenn mehr Kontrolleure eingestellt werden. Dann nämlich wird die Bäuerin mit ihren 50 Hennen dreimal im Jahr kontrolliert. Ob wir damit den Verbrauchern einen Gefallen tut, wenn wir die kleinen Betriebe, die wir eigentlich wollen, unnütz gängeln, ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wir begrüßen natürlich die Initiative der Staatsregierung, die Lebensmittelüberwachung fachlich von einem Sonderermittler prüfen zu lassen. Aber fragen wir uns schon, was ein Ermittler vom obersten Rechnungshof in der Sache Bayernei ermitteln wird. Ist das wirklich der richtige Fachmann? Soll er nachschauen, ob und wie viel Schmiergelder geflossen sind? Oder ist dieser Sonderermittler ein Hygiene- und Tierschutzexperte? Das würden wir schon sehr genau wissen wollen. Und wir erwarten uns natürlich dann Ende Januar einen ausführlichen Bericht über die Ergebnisse dieser Ermittlungen. Und wir wollen wissen, wie es zukünftig mit der Lebensmittelüberwachung ausschaut. Wir wollen konstruktive, durchdachte Vorschläge, keine Schnellschüsse, damit möglichst rasch alles vom Tisch ist. Sonst haben wir in ein paar Monaten den nächsten Skandal. Und es darf jetzt nichts mehr schön geredet werden. Das können wir uns angesichts der eklatanten Vorfälle nicht leisten. Die Leidtragenden sind nicht nur die Verbraucher, sondern auch eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben, die sauber arbeiten und sich an Gesetze halten und dadurch einwandfreie Lebensmittel produzieren. Der Verband der Lebensmittelkontrolleure fordert schon seit einiger Zeit, dass Kontrolleure nicht mehr an Landratsämtern, sondern generell an einer höheren Ebene als an den Bezirksregierungen angesiedelt werden sollen. Es gibt sicherlich Gründe für diese Forderungen. Sie sahen vielleicht aus dem Defizit und hatten dadurch diese Anregung. Der Vorsitzende des Verbandes der Geflügelerzeuger meinte wörtlich, im Lebensmittel- und Lebensbedarfsmittelbereich steckt eine große kriminelle Energie. Nicht nur bei den Erzeugern, sondern auch bei den Verarbeitern. Darum dort genau hinschauen. Wir wollen jetzt eine schonungslose Aufklärung und das so schnell wie möglich. Deswegen werden wir den Anträgen der SPD und den Grünen zustimmen. Diese verlangen Aufklärung in einer Sache, die detailliert ist und uns alle interessieren wird. Leider vermissen wir diese Deutlichkeit und Klarheit bei dem Antrag der CSU und werden ihn deshalb ablehnen. Er ist uns nicht konkret genug. Mit dem Einsatz eines Sonderermittlers vom Rechnungshof kann man mit diesen Vorfällen alleine nicht
beikommen und nicht erledigen. Und zum Schluss, Frau Ministerin, Sie haben von Anfang an betont, dass Ihre Beamten sich nicht zu Schulden kommen haben lassen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben. Sie und wir wissen, es war leider nicht so. Deshalb fordere ich Sie auf, schaffen Sie Klarheit. Frau Ministerin, die Zeit des Rumeierns ist vorbei. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege. Für die Staatsregierung hat ums Wort gebeten die Frau Staatsministerin Scharf. Bitte schön.